wurde der böse Dr. Schweinebacke besiegt und der Zug mit den Weisen kam sicher an sein Ziel. Warte mal! Du hattest ein gigantisches Schweineschiff und eine Flotte Kampfdrohnen und hast gegen einen Cowboy auf einem Pferd verloren? Die Augenklappe hat meine Tiefenwahrnehmung gestört. Na klar, schieb's auf die Augenklappe. Also, zurück zum Spielbrett. Das, wenn ich das sagen darf, ziemlich beeindruckend ist. Kaum zu glauben, dass du das gebaut hast. Nun ja, ich wollte eine Karte erschaffen, die alle Merkmale enthält, die wir auf unserer kleinen Reise hier gesehen haben. Hey, was machen wir jetzt? Hey, Rex, was gerade als Heuball in den Teich gestoßen. Oh, du hohle Nuss. Jetzt muss ich die ganze Stadt neu aufbauen. Entschuldigung. Was ist das nochmal für eine Gegend? Gutes Auge, mein Freund. Das ist ein spezieller Teil des Spiels, der Woody's Roundup heißt. Hier kannst du frei herumziehen und als Sheriff für Recht und Ordnung sorgen. Cool. Können wir da hingehen? Wirklich? Los geht's. Wenn ein gewisses Echsenhirn verspricht, es nicht sinnlos zu zertrampeln. Mach ich bestimmt nicht. Versprochen. Super, wir haben das Handy. Jetzt müssen wir es nur noch von dem anderen Telefon aus anrufen. Rex wird immer noch vermisst. Und hat das schnurlose Telefon noch nicht hergebracht. Wir sollten nachsehen, was ihn so lange aufhält. Kommt!
Gute Arbeit. Bring das Telefon in Andys Zimmer. Wir suchen Rex und treffen dich dann. Jawohl, Sir. Ihr habt ihn gehört, Männer. Marsch, marsch, marsch! Weiß, dass du hier irgendwo bist, Zork. Rex, du solltest doch das Telefon holen und sofort wiederkommen. Nein! Das Buzz Lightyear-Spiel! Oh, das haben wir seit Jahren nicht mehr gespielt. Ja, ich hab's in den Gamma-Quadranten geschafft. Ich bin schon fast bei Zorks Festung. Kommt, Leute, wir müssen zurück. Rex, wir wissen, dass du ihn besiegen kannst, aber mach schnell.